Es ist da. Nach 9 Monaten schwerer Geburt ist es endlich da. Naja, es ist schon etwas länger da. 32,4 Kilogramm wiegt es, über 1600 Kilometer ist es lang und über 23.000 Meter hoch. Wovon rede ich? Na, von dem kleinen Schätzchen hier. Das ist das Super Delight GT Vario von Riese und Müller. Und das stelle ich dir gleich mal ein bisschen näher vor. Das kommt jetzt. Display, Bremse, Spiegel, Trinken, Fully, Licht, Clickfix, Reifen, Akku, Schlüssel, Antrieb, Motor, GX-Option, Sattel, Tasche, Pedale und ein bisschen drumherum. Das Fahrrad und alles drumherum ist selbst gekauft, drum ist es keine Werbung, sondern ein Review. So, jetzt aber das Wichtigste. Farbe und Rahmengröße. Ne, im Ernst. Es gibt tatsächlich nur 2 Farben und beide sind gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich damals für das Warm Silver Matte entschieden. Es liegt im Auge des Betrachters, was es nun wirklich für eine Farbe ist. Die Rahmenhöhe habe ich mit 47 cm gewählt, weil ich selber nicht sonderlich groß gewachsen bin. Das war auch eine gute Entscheidung. Das Fahrrad trägt offiziell die Bezeichnung Riese und Müller Super Delight GT Vario mit der GX-Option. Inoffiziell heißt es Die Möhr. Ich bin der Meinung, jedes Fahrrad hat einen Namen verdient und mein Fahrrad heißt halt Die Möhr. Es ist ein Full Suspension Bike. Was heißt das? Das heißt, es ist voll gefedert. Sowohl vorne ist eine Federung eingebaut als auch hinten. Entgegen eben einem Hardtail, das einen starren Rahmen hat. Der Federweg ist in der GX-Option 140 mm und das Ding geht butterweich durchs Gelände. Wenn man das nicht möchte, also zum Beispiel Asphalt fährt, dann kann man die Federung auch ausschalten und hat dann sowas wie einen Hardtail. Tipp zur Federung. Auf der Straße, auf normalen Radwegen, empfiehlt es sich, die Federung auszuschalten. Weil dann die Tretunterstützung einfach besser ist und optimaler eben übertragen wird. Hat man die Federung eingeschaltet bei normalem glatten Fahren, dann geht viel Kraft halt in die Federung, weil man teichelt halt ein bisschen durch die Gegend. Ich habe damals zusätzlich die GX-Option mit konfiguriert. Das ist so ein Offroad-Paket. Da gab es andere Reifen zu, andere Pedale. Der Federweg war auf jeden Fall ein bisschen größer. Es gab andere Griffe und auch der Sattel war ein anderer. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wobei ich muss dazu sagen, ich auch schon einige Komponenten davon wieder ausgetauscht habe. Die Sattelstütze lässt sich über diese GX-Option auch absenken. Das kann ganz praktisch werden, wenn man zum Beispiel an der Ampel steht und beide Füße auf dem Boden stehen haben möchte. Das Fahrrad verfügt über einen Carbon-Riemenantrieb und eine Nabenschaltung. Verbaut ist die Enviolo Novinci 380er. Die Steuereinheit sitzt vorne am Lenker und ist ein Drehgriff. Das hat Riese Müller ganz interessant gemacht. In der Anzeige sieht man ein kleines stilisiertes Radfahrermännchen, das den Berg rauf fährt bzw. im glatten Gelände unterwegs ist. Die stufenlose Schaltung von Enviolo, die Novinci Enviolo 380, die ist echt gewöhnungsbedürftig. Also im Stand schalten mag sie nicht, obwohl das die Werbung immer verspricht. Und ich finde sie ein bisschen träge. Das heißt, bei den Bergfahrten oder sowas, war sie nicht immer optimal. Es ist ein Bosch Performance Line CX der Generation 4 verbaut. Der hat 85 Newtonmeter Drehmoment und die sind schon recht kraftvoll. Das heißt, das Fahrrad lässt sich darüber relativ gut bewegen. Die 85 Newtonmeter braucht das Rad aber auch. Mit seinen 32,4 Kilogramm ist es nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Und da ist noch nicht der Fahrer dabei und auch noch kein Gepäck. Der Motor ist je nach Unterstützungsstufe dann doch
hörbar. Das heißt, der verrichtet da surrend seinen Dienst. Ich fahre jetzt einen leichten Berg hoch und bin im sogenannten MTB-Modus. Ja, ich fahre recht langsam, also 7,9 km/h, und du hörst halt den Motor. Das wollte ich dir noch mal zeigen oder dich mal hören lassen, wie der Motor klingt. Weil er ist schon recht kraftvoll. Wir haben hier zwei Akkus verbaut, die beide im Rahmen sind. Bei der Tretunterstützung entladen die sich gleichermaßen. Das wird im Display auch entsprechend angezeigt. Wir haben einmal einen 500 Watt Akku und einmal einen 625 Watt Akku. Jetzt wirst du fragen, wie weit kommt man denn damit? Ich kann die Frage verstehen, finde sie aber auch ziemlich blöd. Warum? Naja, weil es von vielen Komponenten und Faktoren abhängt. Das heißt einmal das Tourenprofil, dann das Wetter, das Gewicht, was zu transportieren ist, und natürlich auch die gewählten Unterstützungsstufen, also wie häufig welche Stufe genommen wird. Ich habe es noch nicht geschafft, die Akkus leer zu fahren, habe das aber auch nicht vor, weil ohne Akkus das Rad zu bewegen dürfte auch recht schwierig werden. Akkutipp: Vor einer geplanten Tour prüfen, ob die Akkus geladen sind. Sonst gibt es eine böse Überraschung während der Tour und das wäre halt sehr unangenehm. Also Akkutipp: Akkus laden. Ja, wirklich gut gelöst hat Riese und Müller das Problem mit den Schlüsseln. Das heißt, ich habe einen Schlüssel, der passt in die beiden Akku-Packs. Das heißt, ich kann die Akkus darüber aufschließen. Gleichzeitig dient der Schlüssel aber auch für das Bordo-Schloss, das Bordo 6000-Schloss, was dran ist am Fahrrad, sodass man dann tatsächlich nur einen Schlüssel hat. Am Fahrrad haben wir Magura MT Scheibenbremsen. Vorne und hinten, und die sind wirklich sehr kraftvoll. Das heißt, wenn man dort die Bremshebel zieht, steht das Fahrrad. Wenn der Federweg vorne offen ist, kann das schon mal ein bisschen problematisch sein, weil das Fahrrad dann allein durch das Gewicht auf dem Lenker nach vorne unten tendiert. Und bremsen sollte man im Prinzip immer mit beiden Bremsen gleichzeitig. Also Tipp: Bremsen, immer beide Bremshebel anziehen. Ja, das Fahrrad verfügt über zwei Reifen und jetzt halte ich fest, alle reichen bis zum Boden. Es sind von Schwalbe die Johnny Watts Reifen installiert oder aufgezogen. Die sind sehr gut profiliert fürs Gelände, das heißt, die geben guten Halt, haben aber auf der Lauffläche im Prinzip die Noppen so gestaltet, dass man nicht klingt wie ein Panzer, wenn man mit dem Fahrrad daherfährt. Das heißt, man hat nicht allzu viel Rollwiderstand. In der GX-Option war auch ein sehr guter Sattel installiert. Ich habe den aber ausgetauscht, weil ich unbedingt einen Ledersattel haben wollte. Das heißt, ich habe jetzt einen Brooks B17 Sattel draufgepackt aufs Rad und bin total zufrieden. Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, kannst du dir ja mal anschauen, verlinke ich dir hier oben. Die Steuereinheit ist das Nyon-Display. Das nutze ich zum Teil zur Navigation und eben zur Bedienung des Fahrrads, was die Unterstützungsstufen angeht. Würde ich das Nyon-Display nochmal reinkonfigurieren? Ich glaube eher nicht. Warum nicht? Aus zwei Gründen. Zum einen hat mich die Navigation das ein oder andere Mal im Stich gelassen, also in die Irre geleitet, was eigentlich nicht sein darf. Und zum anderen neigt das Nyon-System bei einer Navigation dazu, sofern man Pausen macht, so eine Tour zu filetieren. Was heißt das? Das heißt, ich plane eine Tour mit Komoot am PC, übertrage das dann ans Nyon-Display, fahre dann und lasse mich navigieren mit dem Nyon-Display, mache eine Pause, Frühstück, Mittag, Fotopause, und schon setzt er einen Zwischenstopp. Wenn ich das zwei, dreimal gemacht habe, habe ich eben kleine Filetstückchen und nicht mehr die gesamte Tour. Wenn das dann wieder zurück synchronisiert wird mit Komoot, landen auch diese Filetstückchen wieder in Komoot und das ist eigentlich sehr unglücklich. Die App, das heißt das Bosch E-Bike Connect, zeigt zwar die Gesamttour an, darunter aber die einzelnen Teilabschnitte. Das ist ein bisschen unglücklich. Und da ich das eigentlich ungerne mache und der Navigation auch nicht ganz traue,
navigiere ich mit dem Handy. Das heißt, ich habe eine Handyhalterung und lasse mich dann mit dem Handy über Komoot entsprechend navigieren. Also Tipp, überlegt euch genau, was für ein Bedienelement ihr fürs Fahrrad braucht. Möglicherweise reicht eben statt das Nüon eben auch ein Kiox oder ein Intuvia-Display, sofern ihr eben einen Bosch-Motor habt. Dann gibt es auch noch das Smartphone-Hub, das könnte man auch nehmen. Also beim nächsten Fahrrad würde ich mich wahrscheinlich für das Kiox-System entscheiden, weil, ich sag mal, die Navigation halt übers Handy läuft und die Unterstützungsstufen kriege ich halt auch mit dem Kiox-System hin. Es gibt Situationen, da macht es Sinn, die Schiebehilfe zu nutzen. Das heißt, die 32,4 Kilogramm automatisiert zu bewegen. Also es ist eine Supernova M99 Mini installiert. Das ist ein Bombenlicht, sowohl vorne als auch hinten. Das heißt, die Lampe gibt ein wirklich gutes Licht nach vorne. Und auch das Rücklicht ist sehr, sehr gut sichtbar. Da hat sich Riese und Müller wirklich Gedanken gemacht. Komische Einstellung im Video, aber ich versuche dir mal was zu zeigen. Betrifft auch wieder das Licht. Also das Licht ist ja jetzt an. Wir haben auch noch Tag. Das heißt 19.30 Uhr im September. Richtig dunkel ist es nicht, aber vielleicht kriegt man ein Gefühl dafür, was ich dir zeigen will. Also, was das Fahrrad auch hat, ist, und das ist der absolute Kracher, ein Fernlicht. Das heißt, ich habe hier einen kleinen Schalter. Wenn ich den betätige, geht das Fernlicht an. Und du hast ja schon gesehen, dass die Supernova M99 Mini, die vorne verbaut ist, per se schon sehr hell ist. Aber jetzt halte ich fest. Und zwar bin ich jetzt hinten und wir gucken uns das Rücklicht mal an. Wenn ich das Fahrrad jetzt einschalte, also wenn ich das Neon-Display anmache, mache ich jetzt mal, dann siehst du, geht das Licht automatisch mit an. Das heißt, du kannst mit dem Fahrrad nicht fahren, ohne dass nicht auch das Licht an ist. Und das finde ich sehr gut. Also sowohl vorne als auch hinten ist das Licht immer an. Der Clou aber ist, dass das Rücklicht mit der Bremse gekoppelt ist. Ich zeige dir das mal. Das heißt, sobald ich vorne die Bremse anziehe, egal ob rechts, links, also Vorder- oder Rückbremse, erscheint auch ein Bremslicht. Und ich finde das total klasse im Straßenverkehr, weil es den hinter dir herfahrenden Verkehr gleich signalisiert, Achtung, es wird gebremst. Über die GX-Option waren sehr gute Pedale installiert. Ich bin aber ein großer Freund von dem SPD-Klicksystem. Das heißt, ich habe von Shimano mir entsprechende Schuhe angeschafft und auch entsprechende Pedale und die installiert. Ich hatte erst die Befürchtung, dass ich nicht rechtzeitig aus den Pedalen rauskomme mit dem Klicksystem. Das ist aber total unbegründet. Und die Klickpedale selber, wenn ich damit fahre, die vermitteln einem eigentlich so ein Gefühl, als wäre man ja der Terminator, der Robocop, die Mensch-Maschine-Einheit. Das heißt, man bekommt ein ganz gutes Gefühl dafür, mit dem Fahrrad zu fahren. Vorteil ist eben auch, dass man nicht nur die Unterstützung beim Treten hat, sondern durch das Ziehen eben die Pedale auch mit nach oben zieht. Und das schon sehr angenehm. Was Riese und Müller auch wieder gut gelöst hat an dem Fahrrad, ist das Trinkflaschensystem. Das ist cageless, also ohne Halterahmen. Das heißt, vorne am Lenker, auf jeder Seite, rechts und links, sind entsprechende Aufnahmeknöpfe. Und dort kann man die Trinkflaschen, die übrigens auch dabei waren, entsprechend einklippen und relativ schnell auch wieder ausklippen. Ich habe zusätzlich zu den Trinkflaschen mir noch eine sogenannte Keg-Bottle besorgt, die eigentlich dafür gedacht ist, ja, Werkzeug oder sowas zu transportieren. Ist aber eine schöne kleine Flasche, in der man letztendlich alles Mögliche reinpacken kann und hat das eben relativ schnell auch griffbereit. Wenn man mit dem Fahrrad ebenso wie ich auch auf der Straße unterwegs ist und nicht nur im Gelände und sich den Straßenverkehr teilt mit Motorrädern, LKWs, PKWs und anderen, die irgendwie motorisiert sind, dann denke ich mal, ist es unerlässlich zu wissen, was im Straßenverkehr nicht nur vor einem passiert, sondern auch hinter einem passiert. Und dazu habe ich einen kleinen Spiegel am Lenkergriff installiert.
Der ist recht klein und unscheinbar, gibt mir aber ausreichend Sicht nach hinten und lässt sich eben auch wegklappen, falls ich das Fahrrad mal irgendwo durchschieben muss, wo es ein bisschen schmaler ist. Also auf den möchte ich im Straßenverkehr nicht mehr verzichten und kann den auch nur empfehlen. Tipp, installiert euch einen Rückspiegel. Das muss nicht nur so eine Riesenantenne sein, das kann auch ein recht kleiner sein, Hauptsache ihr merkt, was von hinten kommt. Ich habe mir von Ortlieb einen Doppelpack Backroller Classic Taschen besorgt. Die sind echt super. Da kriegst du ordentlich was rein. Die sind wasserdicht, die lassen sich halt aufrollen und sehr gut am Fahrrad montieren und auch wieder demontieren. Ich habe mir, weil das Riese und Müller eben eine relativ dicke Aufnahme beim Holm hat, noch von Ortlieb die anderen, ich sag mal, Halteelemente besorgt. Ich zeige dir mal, welche das sind. Um so einige Sachen am Fahrrad anzuschließen und zu montieren, habe ich zusätzlich das Clickfix-System installiert. Das kenne ich schon von einem anderen Trekkingbike. Da habe ich eine Satteltasche vorne mit dran gemacht. Clickfix ist für mich eine super Option, um eben Sachen schnell ans Fahrrad zu bekommen, zum Beispiel das Smartphone über eine Handyhalterung oder eben eine Actioncam beispielsweise. Zum Clickfix wollte ich dir noch ein paar strategische Punkte an meinem Rad zeigen, wo ich die Halterungen platziert habe für das Smartphone und auch die Actioncam. Ja, lass dich mal überraschen, was man da so machen kann. Es gibt so ein paar Punkte, die mir nicht so gut gefallen an dem Rad. Das ist ein Hammergefährt, ohne Frage. Aber so ein paar Sachen, die sind nicht ganz so optimal gelöst. Dazu zählt beispielsweise der Frontgepäckträger. Wenn man eine kleine Tasche drauf montiert, muss man aufpassen, dass die nicht zu hoch ist, weil sonst die Supernova die Tasche ausleuchtet und nicht den Weg, den man gerade fährt. Dann ist, ich sag mal, der Riemenantrieb und die Nabenschaltung, insbesondere die Inviolo-Nabenschaltung, gewöhnungsbedürftig. Im Stand schalten mag die gar nicht, obwohl die Werbung das verspricht. Und sie ist auch ein bisschen träge, finde ich. Also ich will jetzt keinen Glaubenskrieg anzetteln zwischen Riemen und Kette, zwischen Nabe und Ritzel. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich bin beides gefahren. Das hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Das Nyon-Display, das gefällt mir auch nicht ganz so gut. Also das ist für die Navigation nur suboptimal. Es sind also zwei Sachen, die mich tatsächlich stören. Das eine ist eben, dass es mich bei der Navigation schon mal in die Irre geleitet hat. Und das andere ist eben bei der Navigation und Tourenaufzeichnung, wenn ich eine Tour beispielsweise mit Komoot plane und die ans Nyon übertrage und mich dann navigieren lasse. Ja, sobald ich eine Pause mache, filetiert das Nyon, das Bosch-System, diese Tour. Das heißt, es macht aus der einen großen Tour viele kleine Touren, so Schnipsel, und überträgt die Schnipsel, wenn ich synchronisiere, auch wieder an Komoot. Und dann habe ich auf einmal statt einer Tour irgendwie zwei oder drei oder vier oder fünf Schnipsel, die dann zwar in der Gesamtsicht wieder eine Tour ergeben, aber das ist irgendwie doof, ne? Also wäre schon gut, wenn man unterbrechen kann und dann einfach nahtlos weitermacht.
Ja, was gefällt mir an dem Rad? Das ist ein Hammergefährt. Schlichtweg. Das ist robust, solide, da ist alles auf Sicherheit getrimmt. Das liegt wie ein Brett auf der Straße und auch im Gelände. Das wiegt zwar auch seine 32,4 Kilogramm, aber es ist halt wirklich ein tolles Fahrrad. Es vermittelt einem ein unheimlich gutes, sicheres Gefühl. Und die Komponenten, die verbaut sind, sind einfach wertig. Das fängt von der Lampe an, der Bremsanlage, den Stoßdämpfern, den Reifen. Da ist alles wirklich durchdacht. Also da hat Riese und Müller wirklich tolle Arbeit geleistet. Die beiden Akkus sind echt Bombe. Gut, die wiegen auch ein bisschen was. Das Schlüsselsystem ist klasse. Das heißt, ich habe nur einen Schlüssel für die beiden Akkus, der auch gleichzeitig an dem Bordeaux-Schloss passt. Das heißt, das ganze Geklimper in der Hose ist nicht da. Das ist schon wirklich ein klasse Bike und es macht auch jedes Mal wieder Spaß, damit zu fahren. Jetzt nochmal zu der Frage, ob ich das Rad empfehlen kann. Ich habe die Anschaffung nicht bereut und freue mich auf jede Radtour mit meiner Möhr. Seitdem ich das Riese und Müller Super Delight GT Vario habe, bin ich dauernd auf Achse, bin draußen in der Natur und bewege mich. Was will man mehr? Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Eindrücke vermitteln, ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib doch gerne einen Daumen nach oben, schreib gerne was in die Kommentare, schreie es in die Welt hinaus. Ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal.